Operationsbeginn. Alle Kampfmitglieder wurden in einer Phönixkette mit einer Phönixkette ausgerüstet. Dieses Accessoire gewährt den Status Schutzengel, eine positive Zustandsveränderung, durch die Kampfmitglieder automatisch wiederbelebt werden, wenn ihre TP auf Null fallen. Und ich muss sagen, Mensch, dieses Intro war ein ganzes Stück härter, als ich das von anderen Final Fantasy Teilen kenne. Wir sind wirklich im Krieg. Und das merkt man hier auch. Wollen wir die Tutorien eingeblendet haben? Ich denke schon, es ist vielleicht ganz gut. Grundsteuerung, ja gut, das hätte ich noch hingekriegt. Wobei ich zugegebenermaßen nicht gewusst hätte, ob ich jetzt das Steuerkreuz oder den Stick benutzen soll. Ich spiele gerade zum allerersten Mal überhaupt mit einem Xbox-Controller. Ich bin früher immer ein PlayStation-Kind gewesen, bevor ich auf PC ausgewichen bin. Okay, Kamera Standardposition, steuert die Kamera. Gut, das sollte machbar sein, denke ich. Alles klar. Class Zero, respond. Class Zero here. Good. The comm arrived safely. Praise be unto the warrior who lost his name. I am Kurosame. I'll be your CO. So, A für Waffe ziehen und angreifen. Tipp, dein Charakter erleidet mehr Schaden, wenn er angegriffen wird, ohne dass er seine Waffe gezogen hat. Your objective. Locate the Empire's crystal jammer. Okay. And neutralize it to restore the crystal. Das ist speziell. Understood. May the crystal guide you. Der Kerl kämpft mit Karten? Interessant. Anime sammeln. Mit RB kannst du besiegte Gegner anvisieren, um ihnen dann mit A ihre Anime zu entziehen. Tipp, beim Sammeln von Anime wird eine geringe Menge an MP geheilt. Ein Körper, dem die Anima entzogen wird, detoniert zudem, oh, was Umständen Feinden großen Schaden zufügen kann. Ja, warum nicht? Kann man machen. So, das scheint jetzt nicht richtig gewesen zu sein. Moment, jetzt muss ich erstmal schauen, was ist denn hier RB? Das ist die vordere. Ach so, siehst du mal, ich dachte, das wäre die hintere. Dann macht das natürlich Sinn, dass das nicht funktioniert hat. Eine blaue Anima erhalten. Wunderbar. Ich muss mich halt erstmal auch in die Tasten einfinden. Energiewelle. Energiewelle lassen sich durch das Erfüllen bestimmter Bedingungen niederreißen. Dies kann beispielsweise durch das Besiegen eines Anführers oder das Sammeln von Anime geschehen. Ziel anvisieren. Mit RB kannst du ein Ziel anvisieren. Die Kamera wird dann auf dieses Ziel ausgerichtet. Bewege den rechten Stick nach links und rechts oder drücke LT und RT, um das Ziel zu wechseln. Belege den rechten Stick nach oben, um gefallene Gegner oder Objekte anzuwählen. Tipp, bewege den rechten Stick nach unten, um das nächstgelegene Ziel anzuwählen. TP-Generierung. Die TP eines Charakters regenerieren sich allmählich, wenn er stillsteht. Tipp, bei nicht gezogener Waffe regenerieren sich die TP schneller. Waffen lassen sich mit LB wegstecken. Ausweichen. Weiche Angriffen des Gegners mit dem linken Stick und B aus. Okay, testen wir gleich mal. Ah ja. Okay. Interessant. Ich weiß nicht, inwiefern das mit dem Ausweichen wichtig ist jetzt gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt gerade nicht so viel bringt. Aber okay, und wir haben ein Level Up erreicht. Das ist sehr schön. Gelbe Anima erhalten. Ich denke mal, man wird mit der Zeit schon noch ein bisschen reinkommen in das Ganze. Für mich ist es ja jetzt auch noch komplett neu. Charakterwechsel. Mit dem Steuerkreuz links rechts kannst du während des Kampfes den gesteuerten Spielcharakter wechseln. Der Wechsel verbraucht jedoch geringe Mengen eines deines AB, dem Aktionsbalken, achso, der über deinen Kommandos angezeigt wird. Kritikalität und Verhängnis. Greife einen anvisierten Feind mit gelbem Symbol über dem Kopf an, um ihm kritischen Schaden hinzuzufügen. Kritikalität. Ein Gegner mit einem roten Symbol kann mit einem Schlag vernichtet werden. Verhängnis. So, wollen wir doch mal schauen. Okay, sie muss in den Nahkampf. Alles klar. So, müssen wir noch ein bisschen rumprobieren hier. Okay. So, du sollst schon seine Dingens da, seine Anima absorbieren. Dankeschön. Okay, wir schauen uns mal so ein bisschen an, was wir hier so haben. Was hast du nur für eine Waffe? Sieht aus wie bei dem anderen. Achso, wir waren wieder bei Ace. Siehst du mal.
Okay. Nein, würde ich natürlich auch noch gerne ausprobieren. Der scheint mir der heftigste von den dreien zu sein, erstmal. Anführer. Der Anführer einer gegnerischen Gruppe ist mit einem besonderen Symbol markiert. Besiege ihn, um den Kampf sofort für dich zu entscheiden. Oh. Okay, Moment. Ich wechsle mal vielleicht auf Ace zurück. Ganz einfach, weil der die Fernkampfangriffe hat. Okay. How are they still using magic? Oh gut, die kämpfen mit. Das ist sehr schön. Und Sieg. Kapitulation. Alle übrigen Soldaten ergeben sich, sobald der Anführer besiegt wurde. Interagiere mit ihnen per A, um sie nach Gegenständen zu durchsuchen. Nein, ich will ihn nicht töten. So war das nicht gemeint. Regenerationsportale. Erreichst du Regenerationsportale, werden deine TP und MP vollständig geheilt. Auch dein Aktionsbalken über deinen Kommandos wird dadurch vollständig aufgefüllt. Tipp, der Aktionsbalken leert sich durch den Einsatz bestimmter Fertigkeiten und füllt sich normalerweise nur, indem du Feinden Schaden zufügst. Okay. Den saugen wir natürlich auch noch mit aus hier. Und dann sollten wir uns mal regenerieren. Wunderbar. Ah, viel Tutorial am Anfang natürlich, aber man muss ja erstmal dieses völlig andere Kampfsystem kennenlernen dabei, ne? Angriffsmagie. Drücke die entsprechende Taste, um eine Angriffsmagie wie Eisbomben, Blitzflüt oder Feuergewirr auszulösen. Keine Ahnung, wofür die Abkürzungen stehen, ehrlich gesagt. Je nach Magie kann die Wirkung verstärkt werden, indem du die Taste vorher länger gedrückt hältst. Der Einsatz von Magie verbraucht MP. So, was ist denn die entsprechende Taste, ist die Frage. Ach so, unten steht's da, alles klar. Okay. So, aber irgendwie scheint er es nicht direkt auf die anzuwenden, oder? Kupo? Anime im Kampf sammeln. Im Kampf kannst du mit der Zielauswahl schnell auf gefallene Gegner wechseln, indem du den rechten Stick beim Anvisieren nach oben neigst. Danach kannst du ihnen mit A ihre Anime entziehen. So, das ist doch der rechte Stick. Sollte das nicht eigentlich... Keine Ahnung. Scheint nicht zu funktionieren. Das ist ja schon mal gut. Achso, ich muss natürlich auch die Taste drücken wahrscheinlich. Ja. Nee. Irgendwie doch nicht. Seltsam. Probieren wir gleich nochmal. Ich wollte erstmal den hier wegkriegen. Der hat nämlich ein bisschen gestört. Fertigkeiten. Im Laufe des Spiels lassen sich verschiedene Fertigkeiten freischalten. Ihr Einsatz leert deinen Aktionsbalken. Der Balken füllt sich, indem du Gegnern Schaden zufügst. Okay. Ich will immer die falsche Taste hinten drücken. Gut, hätten wir das, wechseln wir nochmal gerade auf. Ich will nicht Ace haben, ich will Nein. Genau, sein Turn. Ne, aber ich kann irgendwie, keine Ahnung, funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das dachte. Kann ich nicht von ihm irgendwas sammeln hier? Der sieht so aus, als ob er was hätte. Der leuchtet doch so. Das muss doch noch einen Grund haben. Wer weiß. Wir kümmern uns jedenfalls nochmal um den, der da noch übrig ist. Ja, ich glaube, sein Angriff ist ein bisschen stärker. So, mein Freund. Sammel mal ein. Und damit haben wir es auch. Wer bist du denn? Ja, das dachte ich mir gerade auch. What the fuck? Ne, ich will nicht Queen haben, ich hätte gerne einen Ace, genau. Denn das ist ja mit den Fernangriffen. Wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt irgendeinen Sinn hat hier. Kommt mir bald nicht so vor. Können wir denn irgendwie fliehen von hier?
Ich weiß es nicht so richtig. Was tue ich gerade? Ich bin mir nicht sicher. Wo müssen wir hin, vor allem, ist die Frage. Flüchten? Scheint wohl nicht so. It just ran away. Oh. What was that? Das war seltsam. Na, ich glaube, um sowas klein zu kriegen, müssen wir noch ein bisschen üben. So, hier drüben liegt schon wieder was auf dem Boden. Kann ich das denn aufsammeln? Ah ja, mit A. Eine Kennungsmarke erhalten. Dann gehe ich gleich nochmal unten schauen. Vielleicht ist das ja noch da. Denn der eine, der da gestorben ist, der hatte doch auch was bei sich. Ist jetzt aber mittlerweile weg. Klar, dieses komische Vieh hat ja die Leichen von denen gefressen. Unschön. Also für die Leichen wahrscheinlich. Für mich ist es insofern gut, dass ich nicht erst aufräumen muss hier danach. Okay, schauen wir mal. Was habe ich denn jetzt aktiviert? Keine Ahnung. Gibt es hier noch irgendwas für uns? Nee. Außer eine Möglichkeit zu heilen. Wobei jetzt vielleicht weniger das Leben, sondern mehr die MP entscheidend waren dabei. Na gut, dringen wir mal nach innen vor. Schalter und wichtige Objekte. Wichtige Objekte sind mit einem Pfeil markiert. Nähere dich ihnen und drücke A, um eine Handlung auszuführen. Tazuki-Brücke. We've spotted the enemy unit. Preparing to engage. Get in position! Prepare for landing! Queen here. What is it? Just testing the line. Keep the lines clear of your nonsense. Nonsense? What about you? It's all you. It's my turn. The operation is proceeding as planned. Trust them. Same here. Saint, what's your status? Everything's buttery smooth over here. Eight? Whoa! Well, sounds like we're all on schedule. Crush him! I got this. Take this! Wow! Okay, den müssen wir natürlich mit Ace holen. Schon wieder neue? Gibt's ja gar nicht. Oh shit, ich muss aufpassen mit Ace, dass der mir nicht umkippt. Jetzt sollten wir ihn noch aber haben, oder? Ja. Bleibt noch der andere. Kommen wir immer wieder neue, oder wie sieht das aus? Ach nee, ich kann den noch ausnehmen. Okay. Ein bisschen Ruhe für zwischendurch. Das haben wir uns, glaube ich, verdient. The counterattack took the Empire by surprise, and the battle seemed to favor the Dominion. Then, 3 hours into the operation, many of the Dominion's airship squadrons had not yet fully achieved their objectives. A lack of experience combined with Imperial counterattacks was jeopardizing the operation. To make matters worse, without access to their most powerful weapon, magic, Rubrum's ground forces suffered severe casualties and were unable to reach their objective, Academia. We've located part of the jamming device that's affecting Rubrum. What the it's fuck? Inside the Militesi flagship in the airship docking bay. Head there immediately. Da ist ein Drache. Einer der Manipulatoren befindet sich auf dem Flaggschiff Kupo. Wunderbar. Wo ist denn eigentlich der Kupo? Der Mokri, der mit mir redet. Ihr geht euch zum Landeplatz und beginnt mit der Infiltration.
Relikt-Terminus. An Relikt-Terminus kannst du deinen Spielstand speichern sowie die Zusammenstellung, Ausrüstung und das Statuswerte deiner Kampfmitglieder überprüfen. Danke für den Hinweis. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Mogri ist, es gibt so diverse Tiere oder diverse Viecher, die eigentlich in jedem Teil wieder mit vorkommen. Sogar Namen gibt es eigentlich in jedem Teil, die immer wieder mit aufkreuzen. So ein Name wäre zum Beispiel Sid. Es gibt in jedem Final Fantasy Teil einen Sid. Immer in verschiedenen Rollen natürlich und immer ein anderer, aber den Namen, der kommt immer mit vor. Dann die Mogris, das sind kleine lustige Tierchen mit Bommel auf dem Kopf. Das sind eigentlich immer so die Speicherfreunde gewesen früher. Und auch das Reittier, das wir am Anfang gesehen haben, von dem Sterbenden, dessen Namen ich leider schon vergessen habe. Die Chocobos, die gibt es auch eigentlich in jedem Teil. So, was können wir denn hier machen? Kampfmitglieder. Ja, momentan haben wir ja nur die drei. Von daher gibt es da nicht viel auszuwählen. Ja, das passt schon. Aufstellung? Achso, hier können wir sie noch vertauschen. Ich setz mal... Ja, wobei, Ace ist eigentlich schon ganz günstig, weil er der Fernkämpfer ist dabei, ne? Aber wir sehen auch, die haben wirklich verschiedene Werte. Also Nine hat bei weitem die meisten Trefferpunkte, die er einstecken kann. Na gut, schauen wir mal. Wir müssen erstmal so ein bisschen reinkommen. Ausrüstung haben wir momentan garantiert noch nichts zu machen. Aufwertung, da können wir doch bestimmt irgendwas machen, oder? Okay, denn wir haben ja irgendwie mit dem Level Up bestimmt Punkte freigeschaltet, die wir jetzt einsetzen können. Wie sieht's denn aus? Wo steht denn? Wie viele? Ach, 7 AP habe ich, genau. 7 AP. Und den Sprung. Auf Gegner springen und angreifen. Klingt eigentlich ganz witzig. Tempo erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich glaube, ich hole mir erstmal das Tempo. Ja, bitte. Gut, denn so ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. By Ace. Kombo-Stärkung erweitert einen normalen Kombo um einen Finish. Wäre nicht schlecht bei ihm, weil er nicht so einen starken Angriff hat bislang. Manipulationssatz. Zieht Karten mit hoher Wahrscheinlichkeit, den Gegner zu schwächen und fächert sie, bis sie aktiviert werden. Aha. Was auch immer. So, mit hoher Wahrscheinlichkeit für TP-Heilung und fächert sie, bis sie aktiviert werden oder für MP-Heilung. Ich mache erstmal die Kombo-Stärkung. Gut. Das ist jetzt das, was ich am ehesten verstehe. Gut, den Heilsatz können wir uns auch noch leisten. Da haben wir unsere Punkte schon vergeben. Ja, bitte. So, oder kann ich nur eine Sache immer wählen? Da bin ich mir gerade nicht so richtig sicher. Ach so, sind denn jetzt... Habe ich trotzdem noch einen Offensivangriff oder ist da jetzt nur das Heilen drin? Das wäre jetzt die Frage. Okay, werden wir sehen. Wir testen es einfach mal aus. Und bei Queen haben wir auch noch 7 Punkte. Richtkreuz Stufe 2 erhöht die Angriffskraft. Erhöht die Menge geheilter HTP durch Richtkreuz. Reduziert die AB-Kosten von Richtkreuz. Können wir uns alles leisten? Nee, nicht alles, aber fast alles. Auf jeden Fall machen wir es ein bisschen stärker. Und ich würde sagen, Heilung ist auch nicht schlecht. Gerade am Anfang, weil man noch nicht so viele Lebenspunkte hat. So, wunderbar. Haben wir gleich mal ein paar Punkte ausgegeben. Und dann speichere ich auch mal, bevor wir uns hier weiter umschauen. Also wir sehen schon, es ist so ein bisschen einsatzmäßig eingeteilt, das Ganze. Mal sehen, ob das so weitergeht. Bin ich mal gespannt. Echt, schon fast eine Stunde Spielzeit? Das ist ja Wahnsinn. It's all you. Leave it to me. So, was ich mich gerade frage, ist, was hat's denn mit diesem Drachen hier auf sich? Ist der hier nur so zum Spaß oder... hat einen tieferen Zweck. Auf jeden Fall sieht er nicht so gut aus, glaube ich. Er sieht nicht so gut aus. So, Queen. Gehen wir mal hier lang, wa? Scheint ja unser Weg zu sein. Das Luftschiff dort.